Und herzlich willkommen hier bei Angry Birds Epic. Und wir sind eine Station jetzt, also sieht nach einer Station vorm nächsten großen Endgegenturm. Und ja, ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Mumien umhauen. Haben wir gerade eben schon in der Runde davor gehabt. Oh nein, nicht wieder der. Ich brauche irgendeinen Dispeller mit dem Team. Es geht nicht anders. Also mit dem hier. Mit dem Kaktus. Das ist einfach nur blöd. So. So, die anderen gehen mit dem Kopf. Und alles geht aus Mathilde. Gut, dann hier einmal drauf. Zack. Hier noch mal einmal extra. Mathilde bekommt noch mal was ab. Wir sollten jetzt ein bisschen heilen. So, klappt auch gut. Einmal Schaden drauf. Nein. Okay. Auf den Schwarzen zu gehen ist natürlich extrem blöd. Wir müssen einen Teilen. Macht er in jedem? Okay, er macht. So, dann sollten wir. Ja, müssen wir den hier leider bekommen. Okay, er gibt sich schon. Aber wir machen einen großen Angriff jetzt auf ihn. Weil er ja keinen Schaden eh ignoriert. So, dann machen wir ihn drauf. Oder war er der Schadensignorierer? Ja, ignoriert Schaden unter 55. Und wir heilen uns hoch. Und wir wollen. So, Mathilde. Mathilde geben. Noch. Wie viel hat er noch? Er hat noch 154, das heißt, wir brauchen noch zwei Runden. So, einmal. Okay, er gibt sich weiter Dom und wir müssen uns heilen, weil wir jetzt können wir ihn umhauen. Einmal hier. Einmal Mathilde. Und ihn müssen wir dann auch aufbauen. Wir sind gespannt, hat's gelangt. 1, 2, 3. Jawohl. Es gibt noch Sand und Vogelfutter. Irgendwie gibt es in dieser Wüste nur Sand und Vogelfutter als zusätzliches. Ganz schlimm. Gut, und jetzt geht's weiter direkt zum Turm. Bin gespannt, gibt's noch eine kleine Sequenz da davor oder dürfen wir direkt reingehen? Wir schauen uns das kurz an. Ja, danke. Nein, wir dürfen direkt zum Turm hoch. Jetzt wird's spannend. Aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, denn die Folge kommt dann morgen auch wieder hier. Und ich danke euch vielmals trotzdem. Ich trinke. Ja, das ist, wenn man einen Frosch im Hals hat. Ich danke euch trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen zu der spannenden Folge, dann hoffentlich wieder mit einer besseren Stimme. Bis dann, ciao, ciao.